Darum geht's. Krim Bavaruas. Omastis. Drittes Zeichen, liebe Kollegen, 19.55 Uhr, drittes und letztes Zeichen. Bitte alles für den Beginn der Vorstellung, Beleuchtung bitte Stellwerk besetzen, Ton bitte für Tonloge, Requisite und Garderobe bitte. Zum Auftritt darf ich bitten Herrn Polt und die Brüder Well. Stimmschlüssel bitte nicht vergessen. Beleuchtung bitte für Stellwerk, Ton für Tonloge, Requisite und Garderobe bitte. Herr Polt und die Brüder Well bitte zur Bühne. Das haben wir. Auf geht's. Auf geht's, komm. Ah, ja, ja, sacre die. Verstehst du? Hacko, zack. Du auf, gut. Also grüß Gott benannt. Wer bei dem ersten Lied überhaupt nichts verstehen sollte, für den ist der weitere Verlauf dieses Abends sinnlos. Starten 203 Rats, Blitzblank putzte, Krumme
leisten verzierte, mit Stereoanlage und Airbag ausgestattete Four-Wheel-Rasenmäher. Wo ein Herr Bauer bei uns zum Gemeinderat kehrt, sieht man derer Wiesen, wo Bauplatz wird. Ein Schuldel hängt am Hof vom Meier, freilaufende Hühner, frische Landeier. Fünf Hähner lasten an der Straße vorn scharren und werden auch eine Zammer gefahren. Und hinten aus der Legebatterie eine neue Hähner an Straße vorn hin. Unglaublich, wie das Geschäft jetzt läuft. Dieses kreative, bäuerliche, bayerische Landwirtschaft. Bei uns daheim, da gibt's keine Not. Wir haben Müllermilch und Müllerbrot. Wir haben eine gesunde Infrastruktur. Unser Metzger ist der Vinzenz Murr. Bei uns hat jeder gestandene Mo ein Aktien- und ein Bierdepot. Wir sind nicht hinten noch. Eine Satellitenschüssel hat jeder am Dach. Der Pfarrer hat die Kräste drum. Der will ja unbefleckte Empfängnis haben. Das größte Rindfisch, wo mir hand, das ist der Depp vom Denkmalamt. Der Trottel hat am liebsten gewollt, dass man ganz Hausen unter Naturschutz steht. Sagt's uns, na chat mir grübig miteinander. Unter www.hausen.de Bayernland. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Was tun Sie da? Musikalisch umrahmen. Was wollen Sie? Musikalische Umrahmung. Umrahmen, umrahmen Sie bitte, wo Sie wollen, aber nicht da herin, gell? Jetzt gehen Sie dann aus und verlassen Sie diesen Ort. Ja. So, wer sind denn Sie überhaupt? Jetzt geht es hier einen Dreck an, gell? Ich bin hier der Generalkonservator und jetzt gehen Sie raus, schauen Sie hin. Da hat der Zimmermann ein Loch gemacht und da gehen Sie raus, gell? Nehmen Sie eine Utensilien mit, vergessen Sie nichts und gehen Sie raus. Gehen wir halt. Denkmalschutz. Gehen wir, gell? So ein Glätzen. Bitte! Ach! Das ist unglaublich, unglaublich, was da hereinsickert. Da wird es nicht mehr reinkommen. Man fragt sich, wie kommen die immer da herein? Hey? Unvorstellbar ist das. Naja, das ist eben das, verstehen Sie? Es ist so, dass ich langsam sage, ich sage überhaupt nichts mehr. Hey? Na bitte, entschuldigen Sie, ich habe einen Beruf. Ne? Ich gehe davon aus, dass wir die Werte, die wir da heute, nicht, wenn Sie sich hier umschauen, dass wir da schützen wollen. Wir haben Aufgaben zu erfüllen. Wir haben da schließlich verdammt nochmal die Schuld und Pflicht, nicht wahr, dass wir das, was unsere Ahnen uns hinterlassen haben, dass wir das sorgfältig aufbewahren, weiteren Generationen überreichen. Nicht, aber da geht es ja schon los bei der nächsten. Nicht? Abendländische Werte. Und die geben sie einmal der nächsten Generation, da kriege ich einen Schüttelfrost. Bitte? Ja, entschuldigen Sie, seien Sie mir nicht besser. Wissen Sie, der Mann aus La Mancha, dieser Don Quixote, das war er für mich, der ist gegen Windmühlen angerannt. Der hat es ja leicht gehabt. Ich wäre froh, wenn ich eine Windmühle hätte. Wir haben es da heute mit Menschen zu tun. Mit Menschen, wo man sagt, ja, gibt's das, dass es solche Menschen gibt? Woher kommen die? Die waren da früher nicht da. Ich habe immer gedacht, die Vandalen sind ausgestorben. Nein, die haben ein Comeback. Nein, es ist wirklich, glauben Sie mir, es ist nicht mehr sehr einfach. Ich weiß, wovon ich rede. Wir sind doch ein Kulturstaat. Wir haben doch wirklich Aufgaben zu erfüllen. Wir geben eine Menge Geld aus für Kultur. Aber bei den Leuten heute, schauen Sie, nur ein Beispiel, wann war das? Nymphenburger Schloss, eine Führung durch das Nymphenburger Schloss.
Es waren so Herrschaften von einer japanischen Autoindustrie, waren sehr motiviert. Ne? Und wir gehen da durch. Auf einmal sehe ich ein Individuum in Form eines Subjektes, hey, wie der Kerl dabei ist, einen Kaugummi ins Antlitz vom König Ludwig reinzukleben. Nein, ich bin noch hin und sage, ja, sind Sie das Wahnsinnsmensch, was machen Sie denn da? Sind Sie verrückt? Nein? Dann sagt er, also er äußert sich, nein? Er sagt, ja, sagt er, der Kaugummi, den er gerade gekaut hätte, der hätte ausgedient, der wäre ausgezuzelt, nein? Aromatisch hätte er nichts mehr hergegeben, er wollte Raum schaffen für einen neuen. Und solche Leute. Ne? Mit solchen Menschen haben wir es zu tun. Aber wir haben noch ganz andere. Schauen Sie mal dann auf, da, hier, hier da herin. Schauen Sie rauf, da in der Königsloge. Ne? Noch nicht lange her, ebenfalls ein Element, ne? Ein Humanpartikel. Ne? Ja, anders kann ich den nicht bezeichnen. Ne? Im Flagranti, wie der da oben herum uriniert. Hey? Das war aber nur das Präludium. Hey? Der wollte zur Totalentleerung schreiten da oben. Hey? Und natürlich haben wir ihn gerade noch hindern können. Und sagen, sind Sie verrückt, das ist ein Rokoko-Theater. Sie können doch hier da herin nicht, ne, herumfäkalieren. Ne? Hey? Dann sagt er, wie sagt er, ja, Rokoko-Theater, das hätte er nicht gewusst. Er hätte es verwechselt mit der Parkgarage. Und da pflegt er immer abzukoten. Nein, also mit solchen Leuten haben wir es heute zu tun. Hey? Und da sprechen wir von abendländischen Werten. Hey? Wissen Sie, wir sind in Bayern wirklich, wir geben viel Geld aus, was wir alles unternehmen, was wir finanzieren. Wir stehen international in der vordersten Reihe. Aber was dann kommt, der Abgrund hinter uns, hey? Das kann man nur erahnen, kann man das. Nein? Was wir halt finanzieren, entschuldigen Sie, wir leisten uns eine Opposition. Nein? Bitte, ja, nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage. Nein? Das Angebot ist da. Nein? Und das finanzieren wir. Nein? Naja, ich meine, bitte, also, will nichts gesagt haben. Aber wissen Sie, wenn man die Leute heute fragt, nein, also Werte, nein? Schauen Sie sich doch mal die Leute an, was die heute fressen. Hey, schauen Sie mal bei manchen Leuten auf den Teller, sofern sie überhaupt noch ein Teller ist. Hey, ungeheuer. Und da kann man natürlich kann man dann schließen. Ne? Weil Leute, die sowas fressen, ne? Wie wohnen die denn erst recht? Ne? Was haben denn die für sogenannte Möbel? Hey, unvorstellbar. Und da fragt man die Leute, warum haben denn die so ein Gerümpel daheim, so ein Gefrest? Ne? Und sagen die, geben die zur Antwort, ja, wir wollen, dass es unsere Kinder einmal leichter haben. Dann brauchen sie einmal kein Museum mehr bauen. Völlig, ihr kennt das gleich, auf die Mülldeponie schmeißen das Zeug. Ne? Aber sie haben auch recht, die Leute. Oder glauben Sie, dass ein Möbelstück vom Möbel Segmüller jemals gotisch wird? Na, ich auch nicht. Wissen Sie, wir haben, es ist schwierig. Es ist heute schwierig geworden. Ne? Abendländische Werte. Ne? Ich meine, wir wollen versuchen, das eine oder andere retten, sofern es überhaupt geht. Und ich sage auch nicht, dass alles verloren ist, das will ich gar nicht sagen. Aber partiell, ne, sind wir in der Defensive. Ja, wir haben vielleicht den einen oder anderen Erfolg. Ich würde sagen, gut, mag sein, dass wir den bayerischen Dialekt gerettet haben. Ja, dahingehend, dass wir ihn jetzt im Archiv drin haben. Beim Bayerischen Rundfunk. Ja, der bayerische Dialekt ist wirklich im Archiv total archiviert. Und dadurch, dass ihn kaum mehr jemand sprechen kann, wird er auch kaum mehr versaut. Ja. Ja, Sie lachen, schauen Sie, wo ich wohne. Ja, wo ich wohne. Ja. Hey, ich wohne in einer Doppelhaushälfte, wohne sehr schön. Ja, da draußen halt ein Ding. Und meine Nachbarn sind an und für sich nicht die Leute. Die können überhaupt nichts sagen. Ja, das ist halt ein zugerasteter Siemensler. Nein. Und nein, sind aber nette Leute. Ich sage überhaupt nichts. Nein. Haben auch ein nettes Kind, einen Buben. Gell, der ist ungefähr, na, was wird er sein? So alt. Gell?
auch außergewöhnlich, der grüßt. Okay? Grüßt, ne? Tschüssel zwar, aber grüßt, ne? Und neulich sage ich zu dem, ne, weil er so nett ist, ne, sage ich zu ihm so, sage ich, Maurice Eugene, ne? Sage ich, was ist? Taugt's dir? Okay? Er schaut mit ihr mit großen Augen an, hab mich nicht verstanden. Ich sage, ja, Maurice Eugene, was ist denn los? Hast du kein Borisch mehr? Du wirst mich doch noch verstehen, sage ich. Jetzt lest du mal was auf dem Dialekt, sag, jetzt sagst du was, hey? Dann kriegst du von mir 5 Euro. Hey? Und dann sagt er zu mir, wie sagt er, bei uns in Bayern, wir sagen statt die Butter, der Butter. Ich habe ihm dann 10 Euro gegeben. Haben Sie ihn erkannt? Haben Sie ihn schon erkannt, gell? Haben Sie ihn erkannt? Er war's. Nein, nein, er war's da. Es war der Ministerpräsident, sicher, natürlich. Um die Zeit geht er immer auf Tauchstation. Ne? Nein, also wissen Sie, ich sag mal auch, ich meine, wir wollen doch alte Traditionen, alte Rituale, wir wollen uns doch das erhalten in diesem Land. Ne? Aber in der Schule geht's los. In der Schule fängt das an. Hey, da wird ja alles unterminiert. Es sind vor allem diese protestantischen Fundamentalisten, hey, die heute einem bayerischen Kind in der Schule sagen, es gäbe keinen Nikolaus. Hey, da wird dem Kind der Nikolaus gestohlen praktisch. Wir sollten ein bayerisches Kind später einmal, ne, vor der Polizei einen Respekt haben. Ich bin ja nicht einmal ein Nikolaus mehr glaubt. Ne? Also, ganz ehrlich gesagt, manchmal könnte man schon resignieren. Ey, das tue ich auch. Ich hocke mich bei mir auf Terrassen hin, hey, oft. Ja, dann schenke ich mir ein halbes Bier ein, hey, Obersten hingestellt. Und dann resigniere ich. Ne? Hey. Aber wissen Sie, wenn ich da so ins Land ausschaue und da sehe ich die schneebedeckten Berge, da sehe ich die grünen Matten, da höre ich das Geläute der Kuhglocken und das Geläute der Kirchenglocken und das vermischt sich und dann denke ich mir, Herrgott, du hast das schon recht gemacht, du hast uns da hergeführt, wo es schön ist, ich danke dir, gell? Und wenn ich das sehe, diese weiß-blaue Himmel, hey, wunderbar, das ist doch ein Bild, das ist doch eine Idylle. Und ich sage, na. Und da kann man sagen, was man will, da passt doch ein Neger nicht herein. Nein? Hey, bitte. Jetzt lass mich bitte nicht missverstehen, gell? Ich meine so, wie ich gesagt habe, gell? Okay? Aus ästhetischen Gründen natürlich nur. Nein? Ja. Wir Bayern sind ein bisschen kunstsinnig. Nein, sage ich mir wieder, aber doch, Herrin, in diesem Theater, das dürfen Sie mir glauben, hier würde ich sowieso, da würde ich davon alles zunageln, hier käme mir keiner mehr herein. Wenn es nach mir ging, da käme mir keiner mehr rein. Hey? Alle die Schotten dicht machen. Dieses Theater war doch nicht, wie soll man sagen, schauen Sie sich das an. Das ist doch ein Kleinod, ein Juwel. Nein, das war mal vorgesehen für eine kleine Schicht nobler Menschen. Ne? War doch nie vorgesehen, dass sich da herin ein veramerikanisierter Sensationspöbel suhlt. Ne? Hey. Und da herin umeinander transpiriert. Ne? Und mit seinen Ausdünstungen die Applikationen ruiniert. Ne? So machen keine mehr reinlassen. Hey. Wir haben sowieso Schäden genug. Hey. Überall der ganze Plüsch, der ganze Samt. Ich muss sowieso wieder Mottenkugeln. Wir müssen viel mehr Mottenkugeln. Ne? Ja, wir haben die Motten, ne? Da. Ne? Okay. Sie können gerne an die Schlucker, vielleicht halten Sie dann länger. Okay. Ist er weiter, der Hausl? Sein Unsympath. Also,
Wir wollten ja gerade ein bisschen noch mehr verzeihen, weil Hausen haben wir jetzt ein bisschen beschrieben und 4 Kilometer östlich von Hausen liegt Riert. Also Riert und nicht Riert. Riert. Und die Geschichte, wo man jetzt singen leid, die ist echt wahr. Die ist wirklich so passiert, die ist echt wahr. Also grundsätzlich können wir gleich vorausschicken, alles ist wahr, was wir singen, weil Hausen und Riert waren schon katholisch vor Christi Geburt. Dies ist ein frommer Mo. Im Vertrauen auf Mutter Gottes hat 30 Jahre alles da. Und auch sein Gemeinderat kehrt heilig gesprochen schier. Vor lauter Knirgeln in der Kirche vom schon ganz kaputte Knie. Für den Standort Riert 2000 sind's damals bis auf jeden Gang. Auf die Knie sind's um die Gnadenkapelle rutscht die frommen Männer. Dass sich der Obi-Baumarkt bei uns niederlässt, dass sich das Möbelzentrum beim Bürgermeister seinem nassen Grund doch noch ein Herz fasst, dass die Knie- und Hüftgelenkfirma vom deutschen Norden zu uns herkommt, weil's gar so gut passt. O Maria, hilf! Maria hat geholfen mit ihrem Jesuskind. Auf dem Bürgermeister sein Acker wächst jetzt der Möbel hinter. Und ein Obi und ein McDonalds, alles haben sie in Riert jetzt gekriegt. Alle waren zufrieden, weil's auf jetzt geht mit Riert. Doch jetzt stellt wer ein Bauerntrag, da stellt's der Tor auf Knie. Mitten ins Gewerbegebiet wollen wir eine Moschee. Dass am 1. Mai nicht der Halbmond drum hängt am Maibaum. Dass wir noch weiter Startbierzeit feiern und keinen Ramadan. Dass Bayern im Bollwerk bleibt gegen Islam. O Maria, hilf! In höchster Not wollt der Bürgermeister Riert retten vorm Islam. Nur die heilige Mutter Gottes war eingeweiht in sein Plan. Direkt bei dem Moscheegrund, gleich hinterm reifen Rupf, hat er einen Investor auftrieben für einen Swingerclub. Unternehmen Beate Use Shop, die muss den zur Moschee. Wenn sie sie nach Mekka neigen, wird sie ihr schon vergehen. Maria, kurz drauf, da stellt sie raus. Die Moschee ist bloß die Fassaden für ein Orientsteppichhaus. Und auch der Rierder Schwingerclub hat sich ganz gut integriert. Der Möbelhindel hat die Zimmer im Landhausstil möbliert. Und gegen so einen gräbigen Schwingerclub, da haben die Rierder nix. Hauptsache in jedem Kammerl drin hängt ein Kruzifix. Gebt's mir holen und was zum Trinken.
Dann schauen wir halt, was er wieder abgeleicht hat, der Frohschauer. So schmeißen die ins Wasser, nicht? So schmeißen die ins Wasser. Na? Was? Max? Max? Still? Schmeißen die ins Wasser, nicht? Baraba. So. So. Ja, klar. Haben wir gar gedacht. La Strada. Pornofilm. Und Sie sind vom Bayerischen Rundfunk. Jawohl, bereits seit 12 Jahren, aber politisch neutral. Kein Sportreporter. Warum haben Sie das nicht früher gebracht? Das hätten Sie doch früher bringen können. Nein, das hätten Sie doch früher. Wir haben doch von uns aus, vom Fischereiverband, wir haben doch alles klipp und klar erklärt. Sogar in unserer Zeitung, in unserem Organ ist drin gestanden, Titelseite im Petri Heil. Nein, haben Sie es nicht gelesen? Wir haben es im Petri Heil, 3 Seiten waren das. Hey, aber bitte, wenn man natürlich so blauäugig ist. Wir haben doch das gesagt, dass wenn da drunten in Rumänien, ne, am Donaudelta oder in Ungarn, scheißegal, oder am Neusiedler See bei den Österreichern, hey, oder drum bei den Skandinavern, ne, wir haben doch gesagt, das ist doch ein Wahnsinn. Hey, aber wenn wir derartig die Sachen an denen, wenn wir es nicht wissen wollen, dann wollen wir es nicht wissen. Nein, wir haben gesagt, dass wir für zur verbrannten Erde, das haben wir gesagt. Hey, aber das ist ja auch scheißegal. Ne? Sie, zahlen Sie mal bitte schon bis 3. Was? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt können Sie weiterreden. 1, 2, 3. Ja, sagen Sie halt, was Sie sagen wollen. Ja, was wollte sie? 1, 2, 3? Nein. Irgendwas von Fegel? Ja, das habe ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt, dass wenn man so blauäugig ist, dass man mit einem Vogel wie mit dem Kormoran in dieser Weise das ignoriert. Nein, wir haben doch gesagt, von uns aus, wir haben gesagt, der Fischereiverband, wir stehen ja dazu, was wir sagen. Das ist eine Offerte, ein Angebot. Wir haben gesagt, dass der Kormoran, hey, vorausgesetzt, hey, nur dass er als Single daherkommt, als Einzelvogel, hey, dass er sich am 17. August an Chiemsee hinsitzt. Hey, und am 18. August, pst, gehen wir, hey, sind wir bereit, dem Kormoran Überflugsrechte einzuräumen. Hey, wir haben gesagt, dann sind unter diesen Voraussetzungen schießen wir nicht. Haben wir gesagt, Waffenstillstand, aber der Kormoran, der hält sich doch an nichts. Nein, der Kormoran, der kommt als Single, da muss ich lachen, schwadronenweise 400 Kormorane pro Kormoran, kommt der daher, gell, in ganzen wie die Stuttgart. Nein, da werden die ganzen Sicherheitsnetze werden praktisch unterflogen und unter Wasser in Massaker, dann geht's los. Auf die Forellen, auf die Ränken, auf alles, was da schwimmt. Das sind fürchterliche Gemetzel. Aber das interessiert euch nicht. Ich wollte zum Irakkrieg sagen oder so ein Schmarrn. Aber was die Menschen heute interessiert, das bringt sie nicht. Sie, zahlen Sie mal bitte noch mal bis 3. 1, 2, 3. Jetzt geht's. Was?
Jetzt, das ist ein altes Gerät, das habe ich noch nie gehabt, aber jetzt haut es, glaube ich, hin. Ach, Hartl Sakrament. Nun, haben wir in Bayern die Schlacht von Ampfing gewonnen oder nicht? Wir haben die Schlacht gewonnen, wir haben sie alle rausgeschmissen. Hey, reihenweise, die Mongolen haben rausgeschmissen, die Hunnen haben rausgeschmissen, die Österreicher haben rausgeschmissen, aber der Kormoran, der darf rein. Ja, wo sind wir denn? Hey, wir sind, das geht doch schon los, das ist ein Etikettenspiel, was heißt der Kormoran? Ein Fischreier ist er, Kormoran, die Name hat er gar kein Mensch nicht kennt. Kormoran, Majoran oder was, oder Koran. Hey, daher pfeift der Wind. Nein, aber das kann ich nur sagen. Wenn sich der Kormoran nicht an die Verabredungen hält, dann werden wir mit dem Kormoran in derselben Sprache sprechen, die er uns gegen ihn angeschlagen hat. Ein 5x45 wird zurückgeschossen. So, jawohl, ich glaube, das langt. Aber übrigens, vielleicht ist Ihnen das entgangen, aber seit Dezember ist ja das Schussverbot aufgekommen. Also das ist ja sowieso erlaubt, dass man schießt. Was? Ja, freilich. Kormoran. Da habe ich nichts gehört, da weiß ich nichts. Wer soll denn das? Wer, wo? Das ist vom Umweltminister, vom Schnappauf. Was, vom Schnappauf? Jawohl, vom Black Snapper. Der Ding, der Schnappauf? Jawohl. Okay. Kann ich das irgendwo, wo steht denn das? Das können Sie schon nachlesen, aber mir langt es jetzt, okay? Dankeschön. Auf Wiedersehen. Der Schnappauf? Der Schnappauf? Ja, ist das möglich, der Schnappauf? Schnappauf, das ist ein Name, den wird man sich merken müssen. Wissen Sie, ich kann nicht mehr sagen, ich bin ein Fischer. Mit Leib und Seele. Hey? Und ich is gar keinen Fisch. Ich mag ihn nicht essen. Nein, ich mag keinen Fisch. Wenn ich einen Fisch is, dann nur in Form als Händel. Hey? Und wenn dann da ein Gräten drin ist, ist sowieso was faul. Ja, jetzt haben wir uns gedacht, jetzt spielen wir was Musikalisches, was da in die Kirche da besser reinpasst. Und zwar haben wir zum 125-jährigen Freiwilligen Feuerwehrjubiläum von der Freiwilligen Feuerwehr haben wir mit der Freiwilligen Blaskapelle Hausen von Friedhelm Bach die große Feuerwehrsuite gespielt, und zwar in D-Dur für hohe Trompete, Vulgo Bach-Trompete, Basso Continuo und Streichorchester. Und die Satzbezeichnung, das sind drei Sätze. Der erste Satz ist überschrieben mit Andante Maestoso, Untertitel Aufstellung der Vereine am Festplatz zum historischen Umzug runter zur Kirche und nach der Fahnenweihe in der Kirche wieder Rückmarsch hinter der frisch geweihten Feuerwehrfahne und dem neuen Feuerwehrauto zum Festplatz ins Bierzelt rein. Zweiter Satz. Der zweite Satz ist überschrieben mit Menuetto Gracioso, Untertitel Der Tanz der Fahnenjungfrauen im Festzelt um die frisch geweihte Fahne herum. Und Enthüllung des neuen Feuerwehrautos. Mhm. Und Anbetung des neuen Feuerwehrautos. Und der dritte Satz ist überschrieben mit lustiges, geselliges, fröhliches Beisammensitzen im Bierzelt mit Anzapfen vom Landtagskandidaten und unter der Schirmherrschaft vom Landrat. Und die Satzbezeichnung dazu lautet Allegro moderato, affettoso, con fuoco, con espressivo, con spirito, prosecco, ma non troppo.
Zweiter Satz, Minuetto Grazioso. Keine Angst, das hat mit Körperwelten nichts zu tun. Ich wollte Ihnen nur noch einmal den konservatorischen Gedanken, ne, ein bisschen näher bringen, konservieren. Ne? Ich meine, was früher, wenn man die Zukunft vorhersagen wollte, ne, da griff man zur Glaskugel, war gut. Ne? Aus der Glaskugel kann man Zukunft sehen, auch Vergangenheit. Gegenwart weniger, ne? Dann, was hat man noch benutzt? Handlesen, ist immer gut. Ne? Oder Kaffeesatz. Es gibt Leute, die schwören auf den Prodomo. Ne? Okay. Also wie gesagt, aber hier haben wir eine Form von Software,
oder Hardware, wie Sie wollen. Ne? Das ist die Leber. Ne? Der Harus Spex, nicht? Bei den Römern hat er aus seiner Leber, da hat man einiges rausforschen können. Nicht zuletzt natürlich in diesem Fall bei dieser Leber, die hier in dieser Marinade drin ist. Über den Besitzer dieser Leber können wir auch viel erfahren. Hey? Wir können also praktisch die Geschichte anhand dieser Karriere auch ein bisschen analysieren. Es handelte sich hier um einen Abgeordneten aus Niederbayern. Hey? Sie sehen ja hier diese Einbuchtungen bei dieser Leber. Die hat schon einiges mitgemacht. Das heißt, war eine alkoholsturmerprobte Leber. Sie sehen ja hier wahrscheinlich total verbeerwurzt. Nein? Hey, da ist schon was abgerunnen. Und dann musste der Besitzer dieser Leber nach Berlin. Hey? Und das war natürlich für die Leber eine Herausforderung. Nein? Das ist wie eine so eine Leber die, zwischen Skylla und Charybdis. Nein? Also zwischen Fraktionszwang und Gewissensfreiheit. Da können Sie sich ja vorstellen, was das für so eine Leber bedeutet. Nein? Das schafft die nur, wenn sie an eine Destillerie angeschlossen ist. Nein? Anders geht's nicht. Nein? Aber wie gesagt, Werte, ich kann nicht mehr sagen, wir haben natürlich in Bayern, wir glauben eben, wir sind eine Wertegemeinschaft und auch vor allem die Leber. Der Wert der Leber hat in Bayern also immer Bestand gehabt. Nein? Der Leberwert. Nein? Ja, nicht zuletzt der berühmte Leberwert 1,99. Nein? Auf diesem Leberwert fußt ja unser Verkehrsministerium. Nein? Ja, freilich, nicht? Unser Verkehrsminister, nein? Sie wissen doch, nein? Mit 1,99, allerdings mit Zuhilfenahme des Ablebens eines Osteuropäers, nein? Hat er es geschafft. Nein? Und weil er nicht, um in den Verkehr zu kommen, aus der Wirtschaft heraus in den Verkehr sich gestürzt hat, wurde er auch noch Wirtschaftsminister. Hey, also wir sind in Bayern das einzige Kulturland, ne, wo praktisch der Leberwert 1,99 derartiges Fundament bildet. Ne. Wir sagen heute in Bayern, Sie kennen den Spruch und ich sage mal immer wieder, Glaube, Liebe, Hoffnung. Christum natum, ordo teutonicum, vulgo deutschorn, zirkt nach Bayern um. In nomine Bavariae, status privilegium, donat familiare Edmund, prosit, jubilate oblate, Hosianna, damit stessma uns zum. Gaudiamus igitur fratres mammonis zastierciensis. Alleluia, cassa finanza Bavaria o zaffis. Ordo Teutonicum in Bavaria vivat Evangelium, pecunia nun olet moralis rögen raffen Flussen scheiß drauf sein. Motto, die Ordo Teutonicum nun ist ora et labora, sed luxus Profit maximus, pocus pocus speculatius, Sodom und Gomorra.
Hurax, Dax, Box, beim Hax, spekulieren mit dem Dax, Kaffer, Luxus, Mercedes. Jetzt sacco die Versace, Ordo, Teutonicum, nun wahadet per Pides. Fazit. Insolventia. Per incompetentia, canali obscure, fucicato milione credit, dieritari larifari, exitus, finanze esperti, militanti, totalim debit. Sacke, Zeminze, fix, Halleluja, Flucht, der familiäre Krahheit, Sakrati. Hura, Mint, der Hurt brennt, 200 Millionen beim Teufel, Blut, Saure, Mare. Gracias. Vergelt's Gott. Blutrot wölbt sich der Himmel über Masurien. O Natterngezücht, Antichrist, ich zerschmettere dir den Schädel. O Tannenberg! O Tannenberg! 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 O Tannenberg, o Tannenberg! O Tannenberg, o Tannenberg! O Tannenberg, ja, wie oft soll ich noch Tannenberg sagen? Wer ruft ihn da wieder an? Das ist doch... Ach, der Gottfried! Mensch, hier Philutius, Gottfried, was ist denn? Ich mache meine Exerzitien. Ja, ich bin doch gerade im Meditieren. Was? Was ist denn da wieder für Hall drauf, Herrschaft? Kann da einer den Hall nicht wegmachen? Das ist doch fürchterlich. Warte mal, Gottfried. Moment, Herrschaft, was ist denn da? Moment. Brüder, geht und bereitet die Agape vor. Ich hab gesagt, sie sollen was zum Essen herbringen. Ne? Was? Ja. Nein, was du nicht sagst. Aber Gottfried... Du weißt, du kennst mich doch. Nein, ist das die Möglichkeit? Skandalös. Nein, du weißt, alles bleibt sekret. Ja. Nein, von mir kommt kein Wort über meine Lippen. Okay? Was du nicht sagst, nein, du weißt, ich bin ein Mann, der schweigen kann. Okay? Ich rufe die anderen gleich an und sage, sie sollen nichts sagen. Gell? Ha, es ist aber auch, es ist schlimm mit unserem Orden, gell, wo wir solche Verdienste haben. Chronische Meriten. Ne? Seit über 800 Jahren ne? haben wir alles christianisiert, was uns in den Finger gekommen ist. Ne?
Und trotzdem jetzt solche, also was da in der Presse, was da auf uns niederhagelt. Nein, also Gerüchte, nichts wie Gerüchte. Schlimm. Nein, dabei haben wir doch vom Deutschen Orden, wir haben doch wirklich, also, nein, wir wollten in, oder sind ein Sozialkonzern. Nein, wir haben unsere Stutenmilchkosmetika, die sind also gegangen wie Zau. Nein, auch unsere Hüftgelenke, nicht ein wirklicher Hit. Nein, wir haben halt nicht gewusst, wir haben es bis nach Taiwan geliefert. Nein, haben auch nicht gewusst, dass das so feucht ist. Okay. Jetzt haben die zu rosten begonnen. Nicht? Diese Chinesen haben gequietscht. Naja, also. Aber ich sag's ganz ehrlich, was da auf uns also nein, nein. Und vor allem auf Persönlichkeiten, die die Hand über uns halten. Nein. Also es ist schmählich, was man da miterleben muss. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch mit den Nerven herunter. Okay. Wissen Sie, wenn man so lange wie ich Angehöriger von einem Bettelorden ist, diese lange Zeit des Darbens, nein, das macht mich ganz wirr. Nein, das macht dann ganz fertig. Nein, also ich mag nicht mehr, ich kaufe mir einen Porsche. Nein. Und wenn ich dann auf der Autobahn nach Reimersdorf Porsche, ist mir die Niederlage von Tannenberg scheißegal, ich sag's ganz ehrlich. Nein, da mag ich nicht mehr. Nein, ich bin mit den Nerven fertig. Ich mag nicht mehr. Okay. Und wissen Sie, es ist heute halt einmal das Schicksal eines, in der Wirtschaft ist es so, auch wenn es eine sozial barmherzige Wirtschaft ist. Okay? Der größte Feind der Ökonomie ist einmal die Privatentnahme. Ne? Okay. Das ist einfach so. Ne? Und unser Prior, der hat halt auch Ansprüche, nicht, weil Sie wissen, was es Korazin oder wie heißt, was das heute kostet. Ne? Und wenn man einen Privatjet hat, ne? Der fliegt einfach rüber, nicht ins Heilige Land und die fahrt dann über in Urlaub. Ich bin mit den Nerven, wir haben ein Vier-Sterne-Hotel da drüben im Heiligen Land. Hoffentlich ist es noch da, nicht, dass die gerade in die Luft gesprengt haben. Ne? Das steht nämlich in Jericho. Ne? Halt das nicht aus, diese Trompeten von Jericho. Ne? Die hätten doch auch eine Hemmendorgel oder mit was anderes spielen können. Das ist fürchterlich. Jetzt muss ich noch mal anrufen. Moment einmal. Gottfried? Ja, hier ist noch einmal Felicius. Ja, was machst du denn gerade? Was? Eine Bouillon? Ja, das wird nicht lange. Ne? Ja, mir zahlen's doch nicht. Ne? Also dann komm, du ein bisschen auftrüffeln. Ne? Ja, ein frugales Mahl in stiller Insolvenz. Okay? Ja. Also, ich muss schon sagen, naja, haben Sie das Knurren gehört? Das war kein Hund. Das ist mein Magen. Ja, komm, gib mir Ruhe. Also, dann lasset die Festplatte herab. In hoc signo finces. Wissen Sie, Eiweiß in der Form mag ich sehr gern. Aber das ist, in einem Bettelorden isst man immer so die armen Leute Gerichte. Aber wir haben wirklich in der letzten Zeit, was wir mitgemacht haben, wenn wir nicht so gute Anwälte hätten wie den Gauweiler oder so. Ich wüsste gar nicht. Nein, ich sag's Ihnen ganz ehrlich. In einer Nacht- und Nebelaktion sind sie dahergekommen, okay, und haben unsere Akten raus aus dem Keller. Okay? Ganz im Keller sind sie. Haben die ganzen Akten raus, ganz tief unten, nicht? Wo der heilige Rothschild bei uns wohnt. Nicht? Also fürchterlich. Aber dann haben wir es gezwungen, dass sie die Akten wieder runter tun. Wir sind doch selber in der Lage, unsere eigenen Akten zu lesen. Nicht? Da brauchen wir doch keinen Staatsanwalt. Wir sind doch selber aktenkundig. Naja. Also, ich würde sagen, wer soll denn das alles essen? Also, mein Gott, ich füge mich.
säßen drum in Frankfurt am Main, fielen fromme Ritter ein, nach Bayern ins gelobte Land, wo man Milch und Honig fand. Milch und Honig! Der fromme Edmund holte uns nach Bayern, in das Klosterstift zu weihen, und dank seines Amtes Kraft macht er uns zur Körperschaft. Auf, ihr Brüder, lass mir's krachen, jetzt können wir wieder Schulden machen. Wenn hinterher der Kuckuck singt, bei Insolvenz der Staat einspringt. Schon hagelt's Anzeigen wegen Betrug, sogar die Bischöfe sagen, jetzt ist's aber genug. Doch Bayerns Justiz gerufen heilig, spricht heilig, heilig, heilig. Für eine Mark, mir Brüder sind ausgefuchst, haben wir die armen Franziskanerinnen ein ganzes Hospital abgeluchst. Verkaufen es für 20 Millionen gleich, den Armen ist das Himmelreich. Die ausgeführten Schwestern singen Klagelieder. Herrgott, was sind denn das für Brüder? Maria, hilf, du liebe Frau! Die Brüder abscheißen wie die Sau! Die Gläubiger, die sagen bitte, die spießen Ritter kehren doch hinter Gitter. Wenn wir saufen, fressen, speien und hinterher auch schuldig bleiben. Das Leben leid, es ist erfreit, so treibt's mir frommen Ritters Leid. Alles steht bereit zum Schmause, drum machen wir jetzt eine Pause. Pause! Ich muss die Kühe fragen. Perfekt. Ich stelle mir insgesamt 75 Personen. Ich kann am Samstag auch noch eins mitbringen. Technik ist für Herrn Polt nach Bühne rechts. Herr Polt und die Bruderwelle bitte wieder zu Wort. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, direkt aus dem Konzertsaal des Münchner Klaviertheaters übertragen wir jetzt eine Suite von Evaldo Montenuovo. Kenner wissen, dass Evaldo Montenuovo auch komponiert hat. Und wir freuen uns, Ihnen diesen Künstler einmal vorstellen zu können. Anschließend hören Sie dann noch die Börsenwerte. Guten Abend zusammen, wir haben uns direkt aus dem Konzertsaal am Chevaliers-Theater in München etwas zum Zuhören. Es ist ein prachtiges Suite vom Komponisten Evaldo Montenuovo. Der Montenuovo war auch ein guter Musiker. Die Stückchen, die wir jetzt hier anschauen, klingen sehr gut, gerade für die Leute im Stellstand und versuchen, ein bisschen weg, so schnell wie möglich einzukommen und zu schaffen. Anschluss ist auch der Andrew Cetterli Solothurn, die nächste Katastrophe aus dem Ausland bei einem gleichen Nachbarn. Viel Spass und gute Unterhaltung mit Montenuovo. Signori e signori, adesso per i nostri ascoltatori facciamo sentire un pezzo del conosciuto compositore Evaldo Montenuovo, un capolavoro del maestro. Questo programma dalla sala di registrazione nel teatro di Quivilliers sarà anche trasmesso dalla Radio Rai 1, Radio Rai 2, Radio Rai 3, Radio Rai 4, Radio Rai 5, Radio Santa Maria e tutti Radio Berlusconi. Grazie.
Jetzt singen wir ein Lied über einen uralten bayerischen Brauch, den werden jetzt so viele von euch gar nicht mehr wissen, und zwar über Maibaum. Wisst ihr noch, was das ist? Maibaum. Er meint ein Maitri. Ja. Und der Maibaum wird bei uns in Hausen jedes Jahr am 1. Mai aufgestellt. Mayday! Ja. Und der schöne Brauch vom Maibaum aufstellen, der hat ein Vorspiel. Mhm. Und zwar, wie der Hansi schon vorher gesagt hat, Riet liegt 4 Kilometer südöstlich von Hausen. Ja. Und Leid in Riet wohnt das Böse. Ja. Ja. Leid, Riet ist ein Schurkendorf. Ja, mitten durch den Rieder Kreisverkehr geht die Achse des Bösen. Mitten durch lauter Schurken, Schläfer, Rasenmäher. Passt auf, Attention. Weil Riet und Hausen, die probieren sie jedes Jahr, bevor der Maibaum am 1. Mai aufgestellt wird, probieren sie sich in der Nacht davor, dem Maibaum gegenseitig zum Stollen, zum Klauen. Maitri Hunting. Ja. Ja. Es geht schon ganz lang zurück. Das. Und dieses Jahr haben die Rieder den Hausener Maibaum gestohlen. Letztes Jahr haben die Hausener den Rieder Maibaum gestohlen. Vorletztes Jahr haben die Rieder den Hausener Maibaum gestohlen. Vor 3 Jahren die Hausener den Rieder. Vor 4 Jahren die Rieder den Hausener. Vor 5 Jahren. Ha? Also in die Kammer spielen. Was? Hausener den Rieder. Der denkt mit. Ich wollte gerade sagen, in die Kammerspiele hättest du das schon längst gewusst. Ja. War wirklich super. Man weiß nicht, wer angefangen hat vor 3879 Jahren. Ob der Rieder der erste Maitri-Hunter war oder der Hausner. Also, weiß man nicht. Stimmt nicht ganz, weil unser Kreis Hämmerpfleger, unser Drechsler-Toni, der hat rausgefunden, dass der Ötzi ein Hausner Maibaum-Dieb war. Ja. Den die Rieder überrascht haben, haben ihn verfolgt, haben ihn durch Murnau rein, dann Uffing, Murnau, dann Innsbruck, das Ötztal auf und dort haben sie ihn gestellt und mit einem Maskrückwurf in eine Gletscherspalte. Ja. Aber bevor sie im Ötztal drum am Gletscher der Wuschen und der Schlong haben, hat er in Tirol nur einen Burm gemacht und das war der Anton. Ja? Ja, freilich. Das war die Gründung von St. Anton. Ja, ja, klar. In Riet liegt heut was in der Luft, nicht nur ein Frühlingsgülle-Duft. Endlich heut noch, da ist so weit, die Rieter Burschen sind bereit. Weil heil noch dort's ganz Riet verdrissen, dass die Hausner Fassel zäun am müssen. Heut wollen sie na die Schmach am Zäun, heut wird der Hausner Maibaum gestohlen. Hinterm Krach, den Heimans nen versteckt, hat jener Spion der Check entdeckt. A Baum ist aus am Sonder Holz, ganz Hausen ist drauf sakrisch stolz. Von der Feuerwehr wird ihr bewacht, was die Sache einfach macht. Weil die Fasselbier dort haben und jeder weiß, dass nix verdrum. Stockfinstre Nacht, kein Mond in Schein, 30 Burschen schleichen zum Trachtenhain. Psst, hurch zum Ei. Was kann es sein? Wer sägt da noch zum Heule 3? Am Boden die Hausner Feuerwehrmanner. Über Mainz erzort eine Wurstrumpfahne. Geschlagen die tapfere Feuerwehrarmee. Von kleinen Feiglingen, Penninger, Unterberg, Grasbjerde, Kalterer See, Warsteiner und Chantre. Obwohl die Rührer beieinander sind wir bang, da schleppen sie den Maibaum kann. Ein Gewicht, das jenes Kreuz verbirgt, reihum ein Bandscheibenvorfall kriegt. Doch wir sind daheim beim Licht anschauen. Da treibt es ihn aus, seht au! Der Hausner Maibaum aus Aluguss,
das ist ein Sendemasten von E+. Die Maibaum, die bewahren blamiert, ganz Bayern lacht jetzt überrührt. In Hausen mit Triumphgeschrei betonieren sie zur Blasmusik den Maibaum ein. Die Trachtengruppe Enzian lattelt um den Sendebann. Am Hut drum haben sie einmal Rosen und ein SMS in der Lederhosen. Doch Brüder freuen sie jetzt schon, sie kriegen nächstes Jahr ein Bann von Vodafone. So, wir werden unser Barbaristik-Seminar fortsetzen. Barbaristik, heute aktueller denn je, wichtiger, um das zu konservieren und das zu erhalten, was in den Tiefen unserer Heimat vergraben wurde, vergraben ist, verschüttet ist. Wir graben in allen sozialen Schichten, Schichtungen, in den Schichten der Erdgeschichte. Vor allem an diesem Abschnitt hier, den wir besonders ins Augenmerk gefasst haben, das ist der Bereich der zukünftigen sogenannten Wallfahrerautobahn München-Altötting-Braunau. Und bevor diese Gegend total versiegelt ist, wollen wir auf alle Fälle noch einmal uns um diese Preziosen kümmern. Ich habe meine Assistenten dabei, es ist der Student Herr Well. Der Herr Well beschäftigt sich im Rahmen der Barbaristik schon seit mehreren Semestern mit Radiologie, das heißt mit dem Rettichschneiden in Bayern seit mehreren Jahrhunderten. Er beschäftigt sich außerdem mit dem Vorkommen des Heiligen Geistes in der bayerischen Volksmusik. Er kennt jeden Taubenkogel von Marquard Stein bis Neuburg an der Donau. Stimmt's, Herr Well? Ja. Wir haben des Weiteren, ist der Herr Well bei uns. Der Herr Well studiert ja schon 21 Semester, ist aber fest entschlossen, das Studium auf alle Fälle weiter zu verfolgen. Des Weiteren haben wir hier den Herrn Well. Der Herr Well beschäftigt sich im Rahmen seiner Studien der Barbaristik vor allem mit Stampftänzen, vorderaltaischen Stampftänzen, die über Kasachstan bis nach Karelien, von Karelien wieder herunter bis ins Künische Gebirge gewandert sind. Herr Well, Stampfen ist ein Objekt Ihrer Studien. Kommunikationsmöglichkeit auch. Ja, und Sie stampfen. Wie sieht's aus? Ja. Der Herr Well kann uns, sehr gut, Herr Well. Der Herr Well kann uns natürlich selber etwas noch vortragen. Er macht ja gerade seine Magisterarbeit. Sie machen doch die Magisterarbeit, Herr Well, stimmt's? Ja, und zwar über die erste urkundliche Erwähnung des Schublattlers. Das war der 30. Februar 1278 und zwar in Zusammenhang mit der Balz des Auerhahns. Die Herren Well sind präpariert. Ja. Sie wollen uns etwas visualisieren, damit wir eben die Sache besser uns imaginieren können. Geht's, Herr Well? Ja. Sind Sie bereit? Ja. Aufstellung! Stopp! Halt! Stopp! Herr Well, bitte, wenn ich Stopp sage, ja, dann können Sie ein bisschen... Die haben wir weiter tanzen. Nein, jetzt, Herr Well, jetzt... Jetzt sind schon 21 Semester dabei. Was haben Sie denn da für ein Schuhwerk an, Herr Well? Hm?
Ihnen ist es aufgefallen, stimmt's, Herr Well? Gell, ja. Sie haben es sofort gemerkt. Ne? Dann Sie mal den Fuß her, wie sagt man in österreichischer Mundart? Stelze. Statt Haxen sagt man Stelze. Stelzen. Und was ist da passiert, Herr Well? Ne? Ja. Das Läuferl. Ne? Das Läuferl, der Oberrand des Läuferl zum Meniskus ist? Aus Meniskus Mitte 9,8 cm. Ja, und was haben wir, Herr Well? Schauen Sie her. 14 cm. Ja. Also das geht nicht, Herr Well. Gell? Sie bitte? Haben aus Meniskus Schaden. Meniskus, ja, lassen Sie es halt hier operieren, dann passiert das nicht. Gell? Nein, Herr Well, Sie wissen, was ich meine. Übrigens, Herr Well, ich meine Sie. Ja. Ja. Wo lassen Sie sich ausstatten? In welcher, was soll das bedeuten? Wie schauen Sie aus? München, Wallach. Aha. Ja, wollen Sie so im Fasching gehen oder ja. Ist das Halloween oder was soll das bedeuten, ja. Herr Well? Nein? Sehen Sie das nicht? Schauen, was ist denn das da für ein Material? Weißblech. Weißblech. Aha. Und was hier schon kennen Sie nicht. Und wissen Sie, dass die Abstände auch nicht stimmen? Die Abstände. Einen Daumen breit zwischen Rand und Knopf. Der Herr Well sagt es ja, Sie müssen eines Tages sich entscheiden, Herr Well. Wollen Sie die Bayerisch-Zeller Schule oder die Miesbacher Schule verfolgen? Okay? So, meine Lieben, wir haben. Herr Well, kommen Sie nochmal her. Ja. Gehen Sie nochmal her, Herr Well. Ja. Schauen Sie sich bitte Ihre Handflächen an. Okay? Vor allem beim Schuhplattler immer auf Hundekot achten, Herr Well. Okay? Wir wollen unser Studium heute fortsetzen. Sind Sie präpariert? Ja. Herrschaften, wir haben im Rahmen unserer Studien in der Nähe von Mühldorf einen sensationellen Fund gemacht. Bitte mitschreiben. Ein Fund aus dem Elbow Age. Elbow Age, deshalb, weil wir einen Ellbogen eines Agilolfinger gefunden haben. Der Name Agilolfinger müsste uns geläufig sein. Warum? Die Agilolfinger, der gescherte Gläufel, kommt davon her. Die gescherten Gläufel oder Agilolfinger waren. Glachel? Herr Well, Glachel ist ein anderer Ausdruck. Glachel heißt so viel wie Auswurf. Das ist ein anderer Wortstamm. Wenn Sie sagen, Sie sind ein gescherter Glachel, meinen Sie, Sie sind ein ins Grünlich übergehender Auswurf. Ne? Und da sehen Sie. Herr Professor Rammel? Ja, Herr Well, jetzt hören Sie auf. Jetzt sind schon 21 Semester dabei. Also. Ne? Rammel. Ne. Also, Sie könnten wirklich, Herr Well, also ich muss schon sagen. Studieren Sie doch irgendeinen Blödsinn, Mathematik oder irgendwas, aber nicht Barbaristik. Wenn Sie so unpräzise sind. Die Agilolfinger waren sozial sehr eingestellte Menschen. Sozial eingestellte Menschen, die halt sich multikulturell betätigt haben mit anderen netten Menschen, vielleicht mit Hunden zusammen, sich getan haben, gesagt, was ist heute, heute regnet es ein bisschen, was tun wir? Dann ein bisschen plündern. Ne? Und danach wurde die Beute zu einer gerechten Beuteverteilung, bedurfte es eines spitzen Ellbogens. Ja, bitte mitschreiben. Des Weiteren haben wir einen sensationellen Fund, wiederum sensationell aus der Nähe von Tüssling, in 80 cm Tiefe, mitschreiben, eine Aureole. Eine Aureole, die dem... Man kann sagen, es handelt sich hier um einen byzantinischen Heiligenschein. Ein Heiligenschein, der dem Träger charismatische Eigenschaften verleiht. Charismatisch, wie schreiben, mit CH. Nein? Und zwar denken Sie immer daran, nicht wahr? Heiligenschein, der Schein heiligt die Mittel. Nein? Der Führer der Scheinheiligen ist der Scheinwerfer. Nein? Er wirft die Scheine und schafft sich Schuldner. Ja? Eine Frage, die wir im Barbaristikstudium noch gänzlich lösen wollen, versuchen, ist die Frage, ist der Heiligenscheinwerfer ein Selbstleuchter oder bedurft es einer Lichtgestalt?
nicht, die ihm das Licht praktisch reflektieren lässt. Oder leuchtet es aus ihm heraus, wie beim Glühwurm? Auf alle Fälle scheint gesichert. Der Scheinheilige kommt besser zur Geltung, wenn es um ihn herum schwarz wie die Nacht ist. Je schwärzer, umso besser ist der Schein des Heiligen. Habt ihr mich geschrieben? Ja. Ja. Des Weiteren ein sensationeller Fund, eine Schale aus der Nähe von Holzkirchen. Eine Schale, die wohl oder übel als etruskischer Fund zu bezeichnen ist, es sei denn, das muss noch geprüft werden, sie stammt vom Gartendiener. Wir haben ein unbekanntes Objekt in dieser Schale gefunden. Mitschreiben. Unbekanntes Objekt. Object. Ja, Object. Dann werden wir mal prüfen mit einer Inschrift drauf. Und da steht nämlich drauf, Moment, ich sag's Ihnen. Was haben wir hier? Wir haben des lateinischen Buchstaben M. Mitschreiben. M. A. 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 X. X. S. S. Wahrscheinlich handelt es sich doch um eine sizilianische Schale. Also. Des Weiteren haben wir hier ein Musikinstrument aus der Steinzeit. Der Herr Wehrl bedient gerne Musikinstrumente. Höhlenmusik. Hier wurde mit in einer Höhle, Sie können Nebenhöhlen Musik machen. Des Weiteren ein Bronzeinstrument aus der Bronzezeit. Nein? Herr Wehrl, das ist was für Sie. Und dann haben wir noch, also Herr Wehrl, jetzt reißen Sie einen zusammen, gell? Macht eine Magisterarbeit und macht hier, wir sind doch gar Kasperltheater. So, und hier haben wir noch einen sensationellen Fund, den wir auch besonders beschreiben müssen. Es handelt sich um ein Musikinstrument aus einer Epoche, die sich stillschweigend von uns verabschiedet hat. In Bayern gänzlich fast verschwunden ist, nämlich die Baywar- oder Raiffeisen-Epoche. Die Herren Wehrl machen eine Musik. Ich grabe weiter, wir graben und gehen in tiefere Schichten und darum sagen wir, auf geht's beim Schichtel. Okay. Die Anzahl machen oder nicht? Also, wir singen jetzt ein Lied zum 50. Geburtstag von der Baywar. Mit dem Jockelbauern, da ist bald aus. Baram, bam, bam, baram, bam, bam. Der pfeift beim letzten Loch heraus. Baram, bam, 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 bam. Gülle, Krümm und MB-Track. Bam, 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 bam. Und Raiffeisenbank hockt ihm im Knack. Bam, 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 bam. Und jetzt ist amtlich, es ist gewiss. Bam, 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 bam. Dass in seinem Steu der Wahnsinn ist. Bam, 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 bam. Beim Refrain könntet ihr alle mitsingen. Der Text heißt bam, 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 bam. Er zirkt sein Trachtenanzug an. Baram, bam, bam, baram, bam, bam. Und steigt in sein Mitsubishi Pajero. Baram, bam, 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 bam. Nach München eine fahrt ihr gleich. Baram, bam, bam, baram, bam, bam. Zur Krisensitzung in Staatskanzlei. Baram, bam, 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 bam. Hoi, denkt ihr so ein Mordspalast? Baram, bam, bam, baram, bam, bam. Größer wie mein Bullenmast. Bam, 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 bam. Zwei Minister stehen schon bereit. Bam, 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 bam. Sogar der Ministerpräsident, der nimmt sich 2 Minuten Zeit. Bam, 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 bam. Der Müller schimpft gleich auf Berlin. Bam, 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 bam. Im bayerischen Tiermehl war nie ein Tiermehl drin. Bam, 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 bam. Der Sinner sagt, wenn der Mast ist ein Mast. Bam, 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 bam. Schlimmer wie BSE ist die Kühnast. Bam, 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 bam. Bayern ist spitze, sagt der Stolper, seit dem Pisa war es das E. Bam, 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 bam. Und jetzt sind wir noch spitze bei dem BSE. Bam, 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 bam. Da zirkt der Jackel sein Ochsenfiesel raus. Bam, 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 bam. Und schlagt die 3 durchs hohe Haus. Bam, 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 bam. Der Stäuber schreit die Holz nicht aus. Bam, 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 bam. Und holt sein Arsch zum Fenster.
da raus. Bam, 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 bam. Da bekreuzigten sich alle Leid. Bam, 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 bam. Schaut hin, der Geist von Wildbad greit. Bam, 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 bam. Und aus dem Arsch ein Schrecko graus. Bam, 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 bam. Da schaut der Erwin Huber raus. Bam, 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 bam. Und die Moral von der Geschichte, bram, 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 bram. Dieses Lied kommt im Bayerischen Rundfunk nicht. Bram, 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 bram. Clock strikes 12. Poor devil me. I dig them out. Pale bones. My friend Earthworm. What is he? Earthworm. Where is he? He is a sign of eternity. Earthworm. Look over there. Can you see? There at the wall's end. This is all Schwurhands. Swearing hand! And this? This is the skull of poor Mr. Baumgartner from Valhall. Listen, listen. Can you hear his voice? Timmerman! Timmerman! Was hast du mir angetan? In this godforsaken graveyard is hidden some lousy trick committed by Mr. Streiben and Mr. Trick are all the Michael Morts already forgotten. The maggots are rotten. Yeah. Truth is a day fly. A flash flim. It so quickly goes by. Oh. What do I see? Can you see? The ghosts
Ein Denzinger Ländler? Schalko Lutkowski? Is dancing together with Gerald the Tandler? All ghosts now begin to rock. I disappear. It's 1 o'clock. Bye bye. To be or not to be. Eine schöne Leiche.
Hast mir die Wiener Würstel mitgebracht, Franzl? Beim Vinzenz Murat's bloß noch Weißwürst geben. Die kannst du selber fressen. Die 8. Beerdigung ist es schon heut Vormittag. Und der polnische Pfarrer vorher so eine Block. Um den die bei der Sauhütze nix anders zum Tür die Leid. Kennt man meiner bloß zum Sterben der Homszeit. Wer ist denn der Nächste auf der Liste? Wer flockt denn da drin in der Kiste? Da haben wir eine ganz prominente Kundschaft. Ein Oberstaatsanwalt, der nimmt mehr Verhaft. Hast du den nicht kennt, Hinterwieser? Ja, frei, ich bin kennt man Dr. Tillinger mit dem Lastwagen zusammengefahren ist er. Woher er den schon wieder kennt, möchte nicht wissen, warum. Ich war schließlich 12 Jahre leitender Oberpförtner im Bayerischen Justizministerium. Mit 49 schon Oberstaatsanwalt, wenn das keine steile Karriere ist. Bis zu der Geschichte nach Augsburg, da ist losgegangen mit dem Geschiss. Geh, was nicht sagst, da ist losgegangen ins Geschiss. Hinterwieser, sag, was meinst du mit dem Geschiss? Sechs den da hinten mit seinem begotten Beamten gefries. Der, wo da dort steht, neben der Friedhofsmauer. Psst, das ist der bayerische Generalstaatsanwalt Dr. Froschauer. Es heißt, er hat die Ermittlungen vom Dillinger und Staatsanwalt Meyer sabotiert und an Holger Pfahls, an Max Strauß, an Kohl und Schreiber hintermal informiert. Wahrscheinlich hat der Dillinger dem Froschauer nichts mehr weitergeben. Mei, vielleicht hat er das sonst noch leben. Datat, hättet, wisst's, was ich euch sag? Na, was? Der Herr Oberstaatsanwalt ermittelt jetzt 2 Meter unterm Gras. Ha, 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 2 Meter unterm Gras. Wer ist denn das mit den Bodyguards da hinten beim Kruzifix? Das ist der bayerische Justizminister, der sogenannte Herr Weiß von nix. Und wer steht denn da mit dem grauen Lodenjanker rum? Das ist der Herr Held, die graue Eminenz vom bayerischen Justizministerium. Der schaut ja kräsauer wie eine ausgequetschte Zitrone. Du, der kann das Sizilien sein, ein Bruder vom Al Capone. Das ist die verbeamtete Unterwelt von der bayerischen Staatskanzlei. Bestimmt ein treuer Diener von der unseren Partei. Der Staatsanwalt Meyer in Augsburg hat übrigens auch schon aufgegeben. Mei, du hast du keine Chance gegen das ganze System. Es heißt, er fährt jetzt nur noch mit der Bahn. Wahrscheinlich mag er nicht einen Lastwagen reinfahren. Ha, 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 in einen Lastwagen reinfahren. Was hängt denn da bei dem Riesenkranz für ein herrliches Trauergebinde draußen? In tiefer Anteilnahme Max, Franz, Georg und Monika Strauß. Also den alten Strauß hab ich immer sehr verehrt. Dass jetzt der Bub, der Max, so angegriffen wird. Der Dillinger und der Meier haben die Computerfestplatten von Max als Beweismaterial beschlagnahmt. Davon hab ich was gehört, das ist sogar mir bekannt. Und mittendrin aus dem bayerischen Justizministerium ist dann spurlos verschwunden. Wisst, was ich euch sag? Na, was?
die wird auch nie mehr gefunden. Das gibt's doch alles am nicht. Hinterwiese, das Ganze ist doch ein Witz. Nein, das ist bayerische Justiz. Ha, 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 das ist bayerische Justiz. Also liebe Traugäste, Moment, ein bisschen weiter reden, so wird's ja. Liebe Traugäste, sehr geehrter Herr Staatsminister, verehrter Herr Ministerialdirigent AD in Spe, liebe Betroffene, das erfolgreiche Ableben unseres hochverehrten Kollegen hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Seine Bereitschaft, dem Wohle des Freistaates und seiner politischen Heimat gerade noch rechtzeitig einen letzten Dienst zu erweisen, erfüllt uns mit Hochachtung, mit Dankbarkeit, ja, um nicht zu sagen, mit Respekt. Unüblich für heutige Gepflogenheiten verließ er die Bühne, ohne ein Scheinwerferlicht zu beanspruchen oder selber im Mittelpunkt stehen zu wollen. Vor allem hat er der Mode alles, und wer ist heute noch so marginal, in die Öffentlichkeit zu zerren, heldenhaft widerstanden. Wir sagen an dieser Stelle Dank an die Firma Möbelhaus Henkel, der Firma Gartenbau Diener, der Lodenfrei Foundation, alle, die diesen Abschied mit unterstützt haben. Aber vor allem geht unser Dank natürlich an die Bayerische Landesbank für das erneute Mäzenieren und Sponsoring dieses wirklich originellen und opulenten Leichenschmauses. Ja, und natürlich gilt unser Dank nicht zuletzt dem somit Verblichenen, ohne dem sein Ableben diese schöne Trauerfeier gar nicht möglich geworden wäre. Ich danke Ihnen, guten Appetit. So. Ich hab noch nie so viel gelacht wie gestern auf die Nacht. Bald träum ich von den Ochsen und bald träum ich von den Kühen. Bald träum ich von Angela Merkel, was Gescheites träum ich einfach nie. Ja, der Bäcker von Hausen und die Wirtin und ihre Mo sind mit der S-Bahn ins Kübelier-Theater gefahren, sind bis jetzt noch nicht da. Warum machen sie nicht dem Hagen sein Leichenschau-Event im Keller von der Staatskanzlei drinnt? Weil den ihre Leichen sezieren, das darf sie wirklich rentieren. Ja, und der Bush befreite jetzt den Irak aus dem Saddam seiner Kralle. Aber wer Bayern noch 40 Jahre von den Schwarzen befreit, der kehrt in die Befreiungshalle. Jetzt steht er halt da und schaut recht gescheit rein. Ja, dat auch gern nur ein Singer, doch es freut ihm nix sein. Aschauer, Asama, Chwadele, Simrechat. Oasherwachat, Asima, Lechavoda. Wachemat, was hier immer der Hass ist. W. Bush.
Patro. Der Stoffer sagt, das hat er gleich gespürt, das gleich gemerkt. Es wollte nur singen. Er sagt, das hat er gespürt, die Inbrunst. Okay? Singen wir miteinander ein Lied, ein Ohrwurm, auf Englisch Earworm. Ja, singen wir miteinander. Ich sing's vor, ich sing's bloß nach. Okay? Everybody sings with. Okay? Also ist ganz einfach. Ein schönes Lied, wunderbar, Stoffer. Das ist ein altes Adventslied. Altes Adventslied ist zur Zeit von Halloween gesungen worden. Was? Pfingsten. Pfingsten. Ostern. Und oh, was? Ostern. Ah, jetzt hör auf. Das war ein Faschingslied, ganz einfach, oder? Ja, woher? Dieses Lied, was wir miteinander jetzt singen, kommt aus der dritten Welt, vom schwarzen Kontinent. Hey, my baby!
Also nochmal ganz herzlichen Dank. Es hat uns sauber gefallen heute. Singen wir Gute-Nacht-Lied aus der niederbayerischen Romantik des späten 18. Jahrhunderts, das man in 80 cm Tiefe ausgegraben hat. Also wir singen ein Madrigal. Das Madrigal, wo wir jetzt singen, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die älteren Herrschaften werden sich bestimmt noch erinnern. Wir singen dieses Madrigal bereits seit 25 Jahren zu dritt, seit 21 Jahren zu viert. Weder zu dritt noch zu viert hat dieses Madrigal jemals etwas bewirkt. Leute, es handelt sich natürlich um ein Madrigal aus dem 14. Jahrhundert. Und zwar ist das Madrigal komponiert im Stil von Orlando di Lasso. Der Orlando di Lasso war ja lang da in München Hofkapellmeister. Das Madrigal ist polyphon, kontrapunktisch, mehrchörig, wirklich total super durchkonstruiert. Es ist vierstimmig und ganz hundsgemein sauschwer verregt zum Singen für die drei Begleitstimmen. Aber sowohl körperlich als auch psychisch und vor allem physisch bei der Sauhitzen fast nicht zu bewältigen für den Bass-Solo-Sänger. Dieses Madrigal aus dem 11. Jahrhundert wurde von keinem Geringeren als von Erasmus Zöpfel komponiert. Erasmus Zöpfel, von dem ja bekannt ist, dass er sein Leben lang versucht hat, soweit es in seiner Macht stand, immer der Musik aus dem Wege zu gehen. Und er dabei partiell doch sehr große Erfolge aufweisen konnte. Über Erasmus Zöpfel an einem solchen Abend noch längere Ausführungen zu machen, würde den Rahmen dieses Abends sprengen. Berühmt natürlich die zöpfelsche Obsession, die Paralysiertheit, von der er stigmatisiert war, die Welt zu madrigalisieren. Nicht zuletzt berühmt, als Zöpfel an diesem berühmten Weihnachtsabend 1404 am königlichen Hof zu Stockholm bei König Vasa Audienz bekam und der schwedische König ihm diese eben gewährte und ihm fragte: Sag mir dein Begehr, Erasmus. Und Erasmus sagte in seiner bescheidenen Art: Majestät, ein bisschen madrigalisieren darf ich. Und der schwedische König, weihnachtlich gestimmt, gewährte diesen Wunsch, und Zöpfel hub zu spielen an, und kaum waren die letzten Klänge verklungen, stürzte sich der König eiligen Schrittes auf Zöpfel zu und schrie in ganz Skandinavien immer noch berühmten Worte: Dra ot helvete, du Jävel! Was so viel heißt wie: Hau ab und lass dich hier nie wiedersehen. Diese königlichen Worte haben auf Zöpfel großen Eindruck gemacht. Und das von uns jetzt dann gleich vorgetragene Madrigal ist auch im puristischen Sinn kein Madrigal. Dazu ist es viel zu sehr motettenmäßig, Jansonartig miteinander verwoben, verwebt, verzöpfelt. Es ist der Art nach ein Madrigaloid. Wir selbst haben ja am Text noch Hand angelegt, weil in der zöpfelschen Urfassung überhaupt kein Text vorhanden war. Und diese, unsere letzte Kreation, wollen wir jetzt noch ganz schnell vollstrecken. Was wollen wir auf den Abend tun? Schlafen wollen wir gern. Schlafen gern ist wohlgetan.
schön Jungfrauen wollt ihr mit uns gern. Schlafen wollen wir gern. Guten Abend. Servus. Gescheit liegt. Sag mal. Ich verabschiede mich für heute von euch. Recht herzlichen Dank für eure Mitwirkung bei dieser Vorstellung. Ich wünsche einen schönen, gemütlichen Feierabend. Bis demnächst in diesem Theater.